Lärm macht krank, auf die Dauer zumindest. Der Körper gerät in Stress, schüttet Hormone aus, die den Blutdruck steigen und das Herz schneller schlagen lassen. Ursprünglich war das eine Schutzfunktion. Wir waren dadurch sofort bereit zur Flucht. Wer jedoch heute in der Stadt wohnt, kann dem Lärm gar nicht entfliehen. Er muss ihn ertragen, obwohl wir wissen, dass etwa Straßenlärm von mehr als 60 Dezibel auf die Dauer das Herzinfarktrisiko steigen lässt. Nachts sind wir noch sensibler. Da reichen mitunter schon 50 Dezibel aus. Der alltägliche Lärm in der Arbeit dagegen kann direkt das Gehör schädigen, wenn kein Hörschutz getragen wird. Wer etwa auf der Baustelle arbeitet, ist ohne diesen Schutz ständig einem Krach von über 85 Dezibel ausgesetzt. Ab diesem Wert ist mit Hörschäden zu rechnen. Es geht jetzt einmal darum, zu erläutern, wie laut ist das Arbeiten oder ständige Arbeiten mit den Baustellen-Kreissägemaschinen. Bei den Baustellen-Kreissägemaschinen ist es so, dass das ein Maschinenteil ist, der sehr, sehr laut ist und wir dort im Bereich, speziell bei den holzverarbeitenden Berufen, Zimmerer, Schreiner, Betonbauer, Schaler, sehr hohe Quoten haben, wo im Alter die Leute eine Berufskrankheit, Lärmschwierigkeit haben. Und das kommt hauptsächlich von den Maschinen, von den Holzbearbeitungsmaschinen und den dort verwendeten Gerätschaften und Einrichtungen, speziell den Sägeblättern. Um jetzt hier mal einen Vergleich zu machen, testen wir hier an der Baustellenkreissäge einmal, wie laut ist das Gerät. Und im Vergleich dazu an der kleinen Handkreissäge da üben. Wir haben hier einen Wert beim Schneidvorgang von ca. 108 dB. Also ein Wert, wo man bei permanenten Arbeiten in diesem Bereich über eine ganze Schicht davon ausgehen muss, dass man auf Dauer das Gehör schädigt. Wir haben also hier im Leerlauf bei der Handkreissäge bereits einen Lärmpegel, wie wir es bei der großen Maschine im Sägevorgang haben. Also da zeigt sich schon, dass die kleine Handkreissäge wesentlich lauter ist wie die große Maschine. Auch der Heimwerker ist gefährdet. Eine einfache Handkreissäge bringt es zum Beispiel mühelos auf mehr als 100 Dezibel. Erste Hörschäden bemerken wir oft gar nicht. Probleme macht es, wenn man in der Wirtschaft sitzt, alle durcheinander reden und ich am Nachbartisch ein bisschen mithören will. Mir fehlen dann die hohen Töne zum Unterscheiden der Stimmen. Das ist das erste Symptom. Kurz darauf später wird die Frau sagen, du machst ja den Fernseher so laut. Und dann ist auch ein richtiges Zeichen der Hörminderung zu sehen. Wenn die jungen Arbeiter zum Feierabend den Hörschutz abnehmen und in ihr Auto steigen, ist die Gefahr fürs Innenohr noch nicht gebannt. Im Gegenteil. Deshalb setzen die Berufsgenossenschaften auf frühe Aufklärung. Regelmäßig wird in den Berufsschulen auf die Risiken des Lärms hingewiesen. Dieser Herr ist arm dran. Wie hier im Schulzentrum Thomas Wimmer in München muss er sich ständig den Lärm von unzähligen MP3-Playern anhören. Zum Glück sind seine Ohren aus Kunststoff. Also 85 über 8 Stunden ist die kritische Grenze. Die meisten Werte sind ja unter 85, also mit der Einstellung können Sie problemlos Musik hören. Die Dezibel-Skala ist eine logarithmische Skala. Wenn sich der Wert um 3 Dezibel erhöht, verdoppelt sich die Schallintensität. Ich darf nur noch die halbe Zeit diesem Lärm ausgesetzt sein. Bei 6 dB ist es schon 4-mal so viel Energie, nur noch ein Viertel der Zeit. Bei 10 dB, 10-fache Schallintensität, ein Zehntel der Zeit, aber, jetzt kommt der Knaller, mir kommt es erst doppelt so laut vor. Diese Skala hat zur Folge, dass wir hohe Schallpegel meistens unterschätzen. Und weil wir das so schlecht einschätzen, entstehen relativ viele Schwerhörigkeitsfälle. Einen wertvollen Tipp hat Peter Hammelbacher noch für seine jungen Zuhörer parat. Viele Diskotheken starten nämlich am Abend mit 90 Dezibel und drehen die Musik im Laufe der Nacht immer höher, weil sich das Ohr an die Lautstärke gewöhnt.
Deshalb, auch wenn's uncool ist, sicherheitshalber die Ohrstöpsel mitnehmen.